Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da mit den Spoilern zu One Piece Kapitel 972 und ich sage euch, dieses Kapitel wird krass und traurig. Der Titel des Kapitels: Ich bin Oden, ich bin geboren zu kochen. Die Beweggründe Odens für sein komisches Verhalten der letzten Jahre verbreitet sich mittlerweile beim Volk und die Leute verstehen es endlich. Oden sagt: Wenn ich diese Exekution durchstehe, möchte ich die Grenzen dieses Landes öffnen. Ebenfalls sagt er, in der Vergangenheit war es der Kotsugi-Clan, welcher das Land verschlossen hat, um Wano vor einer starken Macht zu beschützen. Wano, nein, nicht nur Wano, sondern die ganze Welt warten auf jemanden Bestimmtes. Und wenn dieser jemand auftaucht nach 800 Jahren, soll Wano ein Land sein, welches diesen jemand willkommen heißt und ihm hilft. Aber ich bin ehrlich zu euch, sie werden mich heute sicherlich töten, deshalb hoffe ich, dass ihr mir alle hilft, Wano für die Welt zu öffnen. Oden schafft es durch die Stunde der Exekution und jeder war erstmal glücklich. Dann sagt Orochi auf einmal: Ich habe vor einer Minute meine Meinung geändert. Es wird eine Erschießungsexekution und dies betrifft die ganze Familie. Oden wirft die 9 roten Schwertscheiden zur Seite mit all seiner Kraft. Er möchte, dass sie entkommen und sich nicht umdrehen und seinem Traum weiterzuleben und die Grenzen zu öffnen. Kaido sagt dann: Was auch immer, dein Körper ist bereits tot. Als letzte Barmherzigkeit werde ich der sein, der dich erledigt. Dein ehrenhafter Tod wird von den anderen weitergetragen. Oden antwortet daraufhin: Selbst wenn ich vergessen bin, ist das okay. Meine Seele lebt ewig weiter. Daraufhin antwortet Kaido: Tut mir leid für die alte Lady. Ich habe sie bereits getötet, denn sie verunstaltete unseren Kampf. Und Oden sagt: Ich hoffe, du gibst dein Bestes, stärker zu werden. Kaido exekutiert Oden, indem er ihn in den Kopf schießt, während er seine letzten Worte spricht. Doch das Volk beendet den Satz für Oden. Oden fällt in den Topf, sterbend, aber mit einem Lachen im Gesicht. Der Vorhang fällt, der nächste Hauptcharakter betritt die Bühne. Als Toki den Nachruf Odens erhält, öffnet sie einen Brief, welchen Oden versteckte. Oden gab vor seinem Tod auch Toki noch seine Schwerter. In dem Brief steht: Toki, ich bin bereits an meiner Grenze. Wenn ich Kaido nicht besiegen kann, heißt das, dass es im Moment niemand kann. In 20 Jahren wird die Welt einen riesigen Krieg erleben, welcher die See teilen wird. Das heißt, dass der Hauptcharakter des riesigen Krieges in 20 Jahren in der neuen Welt auftauchen wird. Und dieser wird Kaido besiegen. Wano kommt nun in einen langen Winter und wenn die Zeit kommt, dass ich sterbe, benutze bitte deine Kraft. Und an diesem Punkt zerreißt Toki plötzlich den Brief. Toki sagt: Du machst dich über mich lustig, wenn ich weine, richtig? Wir sind nicht deine Schwachstelle. Schau in die Zukunft, in 20 Jahren, Oden. Die Story geht nun in der normalen Zeit weiter, der Flashback ist vorbei und das waren die Spoiler. Sind wir mal gespannt auf das Kapitel, vor allem freue ich mich auf die Szene, wenn Oden stirbt. Ich meine nicht, dass ich will, dass er stirbt, aber die Szene wird bestimmt mächtig werden. Ich habe auch schon mein Bild gesehen und glaubt mir, Gänsehaut pur. Naja, auf jeden Fall hoffe ich, die Spoiler haben euch gefallen. Wenn ja, schreibt mir eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Abo-Button eine Schelle. Und bis zum nächsten Video wünsche ich euch wie immer viel Spaß, haut rein, bis bald.